Herzlich willkommen hier zurück. Beim letzten Mal hatten wir eine knappe Niederlage. Naja, knapp ist relativ. Aber ja, wir haben jetzt hier also beim letzten Mal jetzt hier mit den Skaven mal wieder ein paar Probleme gehabt. Und das bedeutet jetzt für uns, dass wir das Weltenrandgebirge wieder für uns zurückerobern müssen. Dummerweise, nee, was heißt dummerweise? Idealerweise haben wir jetzt einen Hinterhalt gegen niemand geringer als Archie geschafft. Sehr schön. Das dürfte doch relativ einfach werden. Ich gehe jetzt hier auf jeden Fall mit der Kavallerie so ran und werde mit ihr dann einfach den Charge jetzt hier so reindonnern. Währenddessen ich mit der Infanterie, da drüben sind eher, glaube ich, die Hunde und die Drachenoger, genau. Ihr geht dahin und werdet sie chargen und ihr chargt von der Seite aus rein. Genau, also das ist Nummer 1. Ist euer Ziel, jetzt hier so rein zu chargen. Das ist mir relativ egal. Wir haben noch ein paar Fernkämpfer, die ich natürlich nutzen möchte. Ich denke, die stelle ich mal... Hallo? Das ist so eine komische Situation hier. Dahin. Moment, ich mach mal nochmal ein paar Lücken jetzt hier noch mit rein. Ne? Ist vielleicht gar nicht mal so blöd, dass unsere Fernkämpfer hier auch ein bisschen mitmischen dürfen. So hin und dahin. Und ansonsten, der Rest von euch kann hier halt einfach drüber schießen, ne? Das ist ja gar kein Problem. Für euch gar kein Problem für euch. So, Aufstellung starten. Dann hier noch den Panzer dahin. Der Sigi-Priester, der geht hier noch mit in die Nummer 1 rein. Du wirst dich hier direkt um Archie kümmern. Ja, let's go, ne? Wie es flieht, das blöde Archaon-Tier, ey. Ohne Witz. Wie Archaon einfach feige flieht. Man fasst es nicht. Wow, so ein mutiger Ewig-Auserwählter. Jetzt weiß ich langsam aber sicher, wie er zum Ewig-Auserwählten wurde. Er war der Einzige, der immer wieder überlebt hat. Als ob ihm das jetzt hier noch großartig helfen würde. Tendenziell nicht. So, die kämpfen hier interessanterweise noch. Mal gucken, wie lange noch. Das war's schon. Okay. So, Problem gelöst. Wir nehmen sofort die Verlustverstärkungsrate. Und damit ist jetzt hier Archies Armee verdeppert. Nein, Robsman. Ja, jetzt wollen die sich eines nach dem anderen wiederholen. Ihr habt wohl noch nicht gehört, dass ich auf dem Rückweg bin, um das Problem hier zu lösen. Die Tong greifen Winterfeuer an. Wo kommen denn die Tong schon wieder her? Also, dass die hier waren, das wusste ich ja. Aber warum sind die an zwei Stellen? Hä? Kann ich dazu bloß sagen? Also, erstmal bauen wir jetzt das jetzt hier weiter aus. Ja. Diverse Siedlungen ausgeraubt. Wir wurden auch infiziert. Schön, schön. Schön. Die Silberfeste wird nun belagert. Von irgendwelchen rebellierenden Untoten. Weg mit. So, dann ist der Turm von Gorgoth belagert. Da kann ich leider angeblich nicht gewinnen, obwohl es eigentlich fast nur Crap ist? Okay.
Man versteht es manchmal einfach nicht. Eine Seuche ist da. Oh Gott, da kommt das ganze Madenhirgesocks jetzt hier gerade eben an, ne? Egal, wir holen uns jetzt erstmal noch Sauflecken. Wie gesagt, unser Ziel ist es nach wie vor, hier die Skaven auszumerzen. Mir egal wie. Trainingspuppen für einen Charakter, der nicht mal wirklich ein Charakter ist. Master Engineer. Das Spiel ist wie so häufig ganz drollig. Oh, Sumpfwerft von Sauflecken. Beziehungen zu Grünhäuten? Wilde Nummer. Mal wieder etwas kennengelernt, von dem ich nicht mal wusste, dass es existiert. Okay, also das haben wir jetzt hier schon mal erledigt. Diese Armeen hier... Jetzt geht der natürlich wieder nach links. Archie! Du kannst nicht weglaufen. Das haben wir schon diskutiert. Das läuft nicht. Okay, irgendwelche Leute bekommen jetzt gerade eben Greifen. Ich möchte ja nach wie vor ihn jetzt endgültig einstampfen, ne? Aber ich werde es machen, indem ich mich jetzt hier von Turm zu Galgenbaum und so weiter und so fort hangle. So, Diseased Aid. Wir müssen auf jeden Fall wieder in diese Richtung zurück, denn wir wissen, was da oben gerade eben los ist. Eine große Skaven-Problematik ist hier los. Wir haben den Grom-Gipfel nur geplündert. Das ist hochgradig interessant. Jetzt gehen wir erstmal zu Graschnacksburg. Ihr geht jetzt hier zum Waldenhof. Wie gesagt, wenn es eine neue Armee gibt, dann wird sie hier sein. Du marschierst jetzt... Oh Gott, Zufbart. Auch eine Seuche. Sollten wir echt aufpassen. Und die wurden jetzt hier schon direkt jetzt hier infiziert. Oh, nope. Minolaiki. Ey, und wie hart die das Ding ja halt geplündert haben. Na, von Level 5 auf Level 3 runter, oder? War es 5? Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr unsportlich und uncool und alles. Und hast du nicht gesehen. Schwarzhafen. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier nochmal Einheitenrekrutierung hier reinbekommen. Das fände ich sehr, sehr nice. Tempelhof, Festung brauchen wir gerade eben noch nicht. Bierentchen, wie gesagt, steht hier immer noch und sichert den Laden ab. Du kannst jetzt hier den Großhafen der Geheimnisse für uns erobern. Na, man kann auch Hilfe offensiv nutzen. Wie wir gerade eben jetzt hier gesehen haben. Bevor die Druki das da oben jetzt hier alles noch erobern. Alter Falter, was für eine nervige Bande. Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Die Cool sind auf einmal auch da. Finde ich persönlich uncool von den Cool. Und jetzt haben wir sie endlich gestellt. Ich krieg halt hier einfach keine Ruhe rein, ne? Solange die hier permanent rumplündern. Dann kommt es halt permanent zu irgendwelchen Rebellionen. Die ich nicht haben will. So, jetzt haben wir das jetzt hier erstmal wieder alles gesichert. Und jede Menge von ihnen jetzt hier ausgeschaltet. Du musst, wie gesagt, jetzt hier erstmal hier reingehen, um danach hier Plesk noch wieder zurückzuerobern. Und das hier haben sie natürlich nur geplündert. Wie überaus freundlich von ihnen. Und Winterfeuer ist auch noch ein Problem. Du musst jetzt hier dummerweise noch bleiben. Du bist hier auch noch eine Weile gebunden. Ja, hier geht einfach gerade eben nichts für mich. Wie gesagt, wir bleiben bei Bierentchen immer noch hier stehen. Kristallspitzen bekommen jetzt hier die maximale Verteidigung. Noma.
Ja, bei Noma sind wir jetzt, glaube ich, auch was seine ganzen Kampffähigkeiten angeht, endgültig am Ende. Also wirst du jetzt Wachstum stimulieren. Und Hokoridas. Da sind wir ohnehin schon dabei, jetzt hier die ganzen sekundären und tertiären Skills zu machen. Engineer. Ich will auf jeden Fall, keine Ahnung, was die machen, aber ich will ihn blockieren. Das hat funktioniert, weil ich nicht möchte, dass Kraschnacks Burg fällt. Das möchte ich einfach nicht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich hier nochmal irgendwie mal eine Mauer irgendwann mal reinsetzen muss, aber es könnte glatt passieren. Christian kann hier versuchen, diesen Dunkelelf wegzumessern. Das hat funktioniert. Ja, machen wir mal weiter mit tödlicher Klinge. Leider wirkt sich das ja nicht aus auf seine Agententätigkeiten. Dann Wurtbad. Gehen wir auf die nächste Ebene. Das hier können wir reparieren. Und wir werfen einen Blick. Ne, Bierentchen hatten wir schon. Gawain hat sich schon bewegt. Stiller Wolf hat sich noch nicht bewegt. Der könnte jetzt hier diese Arche angreifen. Jawohl. Tschüss, Arche. Wie viele Archen muss ich eigentlich noch versenken? Antwort, immer eine mehr. Immer eine mehr. So, Phaedrus hat dadurch jetzt hier sogar noch passiv seinen Dampfpanzer hinzugewonnen. Ich glaube, einfach nur durch geteilte XP. Ja, Unbezwingbarkeit für Daniel nochmal. Ja, der freut sich jetzt hier natürlich, dass er jetzt hier plötzlich seinen Dampfpanzer und vor allem auch seine Unsterblichkeit hat. Das kommt immer gut. Und Christian Haupt hat auch nochmal gelevelt. Gerechter Zorn? Ich gebe ihm alleine den gerechten Zorn, weil er dann auch nochmal selber in Raserei gerät und ein bisschen mehr Offensivpotenzial entfaltet. Das ist wieder so ein No-Name-Zauberer. Bewohner der Tiefe, jawohl. Hier will ich immer noch nichts investieren. Ja, und die Silberfeste. Das war wieder mal ein Erdbeben, oder? Alter Falter. Ich bleib dabei, ne? Wer hat sich dabei gedacht, das wird dem Spieler echt Spaß machen? Wer? Weil, weißt du, wenn du es mit der KI machst, du spürst es nicht, dass die KI davon betroffen ist. Aber als Spieler, das ist so richtig in your face. Man hat das Gefühl, es ist für Multiplayer gemacht worden, so nach dem Motto, jetzt habe ich ja gerade voll eine wichtige Stadt kaputt gemacht. Aber die meisten Leute spielen dieses Spiel nicht im Multiplayer. Umso mehr ich darüber nachdenke, desto mehr merke ich, dass ich glaube, dass die Total War Arena-Sache in CA noch deutlich mehr nachhalt und dass sie immer noch versuchen, Spielmechaniken für den Multiplayer in das Spiel reinzubringen, aber es ist ein Singleplayer-Spiel. Also ich weiß, man kann diese Kampagne auch im Multiplayer spielen, aber Leute, die Gesamtstruktur ist ein Singleplayer-Spiel, in die man versucht, Multiplayer-Sachen reinzudrücken. Und ich glaube, das ist auch eines der Probleme, die dieses Spiel hat. Dürft ihr mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, aber na, also wenn ihr euch einfach mal so diese Effekte anguckt, die manche Sachen haben, manche Gebäude haben, manche Fähigkeiten haben, dann kommst du relativ schnell dahinter, wenn du darüber nachdenkst, so, ja, mich nervt es, aber wenn ich es abbekomme, aber wenn ich das mit der KI mache, bemerke ich einfach keinen spürbaren Effekt. Es sind einfach, und ich glaube, das ist das, was von den Spielern häufig auch als Anti-Player-Bias in vielerlei Hinsicht auch von den Entwicklern empfunden wird. Weil all diese Effekte in meinen Augen einfach nicht gegen die KI funktionieren. Oder den menschlichen Spielern natürlich deutlich psychologisch mehr nerven. Als zum Beispiel es die KI jemals nerven wird.
Ja, ja, ja. Oh Gott, Christian Poldinger wurde erfolgreich verwundet. Wir haben den Altar der Brut verloren. Das ist super ätzend. Vor allem, weil es hier doch eigentlich schon so gut lief. Und sehen wir mal zu, dass wir das jetzt hier weiterhin jetzt hier safe halten können. Ich kann halt hier keine Truppen abziehen. Wir haben hier gerade eben einfach keine Truppen frei. Mal wieder. Mal wieder sind wir in der blöden Situation, dass wir nicht dagegen vorgehen können. Und nicht überall sein können, wo wir sein sollten. Ja, ich muss jetzt hier erstmal nochmal gleich nochmal eine Runde bleiben. Ja, also ich würde so gerne jetzt hier dagegen vorgehen, aber ich habe keine Truppen dafür. Woher soll ich sie nehmen? So, Phaedrus kann jetzt, weil er unsterblich geworden ist, hier zum Schrein des Kronos vormarschieren. Und du gehst jetzt hier erstmal wieder in die Siedlung rein und regenerierst. Ja, Bierentchen lassen wir hier gerade immer noch stehen. Moment. Wo ist er? Er ist hier. Wunderbar. Also, dann marschieren wir jetzt hier mal auf den blutenden Turm drauf. Plündern und besetzen. Mir geht es gar nicht so sehr darum, das Ding behalten zu können, sondern einfach nur, um noch so viel wie möglich da rauszukitzeln. Ne? Ich hau das jetzt hier sowieso alles erstmal kaputt. Die windende Festung wird von uns noch weiter ausgebaut, vor allem in puncto Defensive. Dass also der Laden sich weiterhin halten kann. Und dann gehen wir weiter zum Galgenbaum. Work to do. Work to do, das ist schön. So, mit Enzo hier. Erstmal diese Ratte hier wegmachen. Ich will nicht, dass diese Ratte hier rumläuft und weiß, dass ich hier relativ angreifbar bin. So, Felix tut noch mehr Kontrolle ausdehnen. Ach, Enzo hat auch nochmal gelevelt. Ja, Sigmars Schutz dann noch. Auch wenn er es nicht braucht. Hallöchen, Skaven. Wieder erfolgreich jetzt hier eine Armee blockiert. Mal das Hüsch. Das hier ist alles ein bisschen doof gerade eben. So, jetzt stehen wir mal hier im Hinterhalt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das was bringt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werden wir gesehen und daraufhin dann selber wahrscheinlich in den Hinterhalt gerissen. Das wäre so die Erfahrung, die ich mit sowas immer mache. Das hier überspringen wir gerade eben auch nochmal. Ja, hier ist alles ziemlich kaputt, ne? For the Empire. Ich hole mir mal hier mein Geld wieder. Wir werden hier nicht bleiben können. Expert in Innovation. Wir segeln mal hier davon. Make way for the Imperial Fleet. Und versuchen jetzt in der nächsten Runde da einzufallen. Frostlande, das hier wird repariert. The Empire. Ja, wobei doch, ich habe jemanden, der hier eingreifen kann. Dich. Winterfeuer einfallen und dann Altar der Brut. Also wir haben doch noch eine Armee, aber es sind wenige. Ich reiß das hier alles nieder, um das Geld hier noch rauszuholen. Ich darf es eh nicht behalten. Das hier interessiert mich nicht weiter. Wir können noch Armeen inspizieren. Seized Aid geht jetzt erstmal hier wieder rein und muss die Silberfeste halten. Bierentchen haben wir gerade eben schon. Gawain, Dante, Ate, Stiller Wolf, Chio. Genau, jetzt können wir endlich wieder mal anfangen, Chios Armee hochzuziehen.
Let me take a look at you. Wir machen direkt jetzt hier schon mal zu den Waffen. Dann ist es billiger. So, also du rekrutierst hier nochmal einen von denen. Und wir brauchen auf jeden Fall nochmal ein bisschen Artillerie, ne? Also wir holen eine Raketenlafette rein. Lass es zwei sein. Und mehr kann ich hier leider gerade eben gar nicht tun. Is this the correct ratio? Pistolenkorps hast du noch. Und Elite des Imperators. Tatsächlich würden die davon auch profitieren. Wisst ihr was? Ich mache das ja auch mal gerade eben, weil sie so schön billig sind. Und dann brauchen wir später noch Kavallerie, aber die kriege ich jetzt hier gerade eben nicht aus. Ich würde sie so holen. Man könnte natürlich auch hergehen und sagen, man füllt das einfach so auf. Aber was ist dann die letzte Einheit, die ich jetzt hier noch rein rekrutiere? Einen weiteren Dampfpanzer kann ich mir nicht holen. Nö, dann lassen wir das hier mal gerade eben so sein. Die Kohle ansonsten ist auch gerade eben der Meinung, dass wir langsam aber sicher langsam tun sollten. Ja, du bleibst hier, Targaron, du stehst hier im Hinterhalt. Kai ist immer noch hier am Rekrutieren. Bei Luke sind wir jetzt hier bei Grashnaks Burg. Und gehen jetzt hier rein in Grashnaks Burg. Und mehr kann ich hier gerade eben gar nicht tun. Außer zu warten. Es sei denn, ich stelle mich hier hin in den Hinterhalt. Vielleicht kriege ich ja den einen oder anderen Skaven hier in die Falle gelockt. Hier sind wir immer noch am Aufbauen. Was ist mit Warlord? Warlord muss hier auch noch warten. Phaedrus hatten wir schon. Wir haben alles schon wieder bewegt. Geld haben wir auch nicht mehr wirklich. Was macht der schnelle Handel? Gar nichts. Okay. Dann einfach eiskalt. Nächste Runde. Greetings from Sigma. Was auch immer du willst. Nein. Übrigens, ich bin wieder nur noch hoch. Was habe ich gemacht, dass ich nur noch hoch bin und nicht mehr sehr hoch? Ich habe niemandem den Krieg erklärt. Ich habe niemandem den Kriegsbeitritt verweigert. Was ist da passiert? Okay, wir haben ja gerade eben sehr, sehr erfolgreich einen Hinterhalt hinbekommen. Geilo. Gegen Quick Head Taker höchstpersönlich. Ich nehme die Kohle. Oder? Oder nehmen wir die extra Erfahrung? Nee, wir nehmen die extra Erfahrung für die Einheiten. Das können sie gebrauchen. Ja, da fällt jetzt die schwarze Festung. Aber immerhin sorge ich jetzt dafür, dass die Skaven hier hinten mit Teilen ihrer Armee unterwegs sind und nicht noch zusätzlich in meinem Land herummarodieren, ne? Mit einer einzelnen Armee schaffe ich es gerade eben recht erfolgreich, den Gegner wo in andere Richtungen zu leiten. Ja. Da mache ich auf jeden Fall mit. Lukes Hinterhalt wurde verhindert. Schade. So, Targaron hat allerdings Quick Headtakers Armee besiegt und damit den Bonus gegen Infanterie bekommen. Scheunz hat auch gelevelt. Das gibt ihm noch mehr Klingenschild. Ich denke, weil wir hier gerade eben ja alles sehen, dass wir jetzt hier einen aggressiven Angriff durchführen können. Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht meine Stadt, ne? Trotzdem könnte ich das jetzt hier verbrennen. Das ergibt relativ wenig Sinn. Es gibt relativ wenig Sinn. Also, wir greifen jetzt erstmal den jetzt hier an. Was sagt das Spiel? Pyrrhus-Sieg. Ich habe nicht vor, irgendetwas zu verlieren. Was? Statt einem Pyrrhus-Sieg gibt es jetzt einen klaren Sieg, aber trotzdem verliere ich eine Einheit. Hä? Seht ihr das? Ich
packe Boni rein und dadurch eskaliert das Spiel zu noch größeren Problemen. W, T und F. Da gibt doch überhaupt gar keinen Sinn, was hier gerade eben mal wieder passiert. Also die Demi-Greifen finde ich auch nach wie vor einfach nur ein absolutes Ärgernis in der Autoberechnung. Die taugen da halt wirklich gar nichts. Es ist unfassbar, wie die nichts taugen in der Autoberechnung. Kommst du nicht drauf klar? Also das ist so eine schwerwiegende Fehlinterpretation des Spiels von einer so hochstufigen Einheit, dass man eigentlich nur noch empört sein kann. So. Aber das macht nichts. Uns gehört jetzt erstmal wieder diese Stadt. Meine Güte. Also ich meine, ich kann das jetzt hier zum Glück ausgleichen, ne, durch den hier. Aber cool ist trotzdem anders. Nochmal ein Level up. So, Stein sei Fleisch. Vernichtender Angriff für Theodor Bruckner. Wundschläger für Scheunz. Ja, diese Armee wird es eine Weile brauchen. Der Gromgipfel. Den bauen wir mal wieder aus jetzt bei der Gelegenheit. Ihr könnt jetzt... Hä, warum bekommst du denn hier überall Schaden? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum sie jetzt hier Schaden bekommen? Keine Ahnung. Ich dachte, da, also als wir schon mal hier durchgelaufen sind, haben wir an den Stellen keinen Schaden bekommen. Ich weiß es doch auch nicht. Ja, wir machen jetzt mal die Plattenrüstung für Targaryen. So, Level 40 für Noma. Wo wir gerade eben dabei sind, ne? Wir wollen diese Unterstadt loswerden. Berg des gefallenen Königs können wir übrigens auch nochmal ausbauen. Das Doofe ist jetzt halt, dass diese gesamte Truppe hier jetzt fröhlich vor sich hinschimmelt. Pünktlich zur Offensive sind sie alle krank. Einfach alle krank gemeldet in dem Moment, wo das Projekt losgeht, ne? Kennen wir doch alle. Immer wenn es wichtig ist. Unbezwingbarkeit für Buddy. Und damit sind alle seine normalen modernen Skills durch. Kontrolle ausdehnen. So, Karl Franz. Jetzt marschieren wir weiter zum Galgenbaum. Gut, nächste Runde wird dann hier die Ebenen von San Bajin das Zeitliche segnen. Ich kann sogar noch eine Belobigung und so weiter und so fort irgendwo aussprechen. Ich möchte gerne die Chaos-Korruption zum Teufel jagen. Danke. Galgenbaum kann ich auch nochmal zwei Sachen zerstören. Tja, wir wissen jetzt, dass die jetzt hier rumrandalieren, ne? Und zwar sind die gar nicht so schwach. Diese komischen Aufrührer hier. So, Phaedrus kümmert sich. Nette Kombination aus Karteiern und Echsenmenschen und Drachenogern. Und mit nett meine ich... Hä? Einfach nur wild, ey. Ey, komm. Wir machen direkt für dich jetzt hier die Belobigung wieder klar, weil du brauchst sie am dringendsten.
Dadurch hast du jetzt hier direkt zwei Level-Ups und kannst jetzt hier noch den blanken Stahl neben der mächtigen Schmiede noch nachziehen. Und es gibt sogar noch ein Level-Up für DC State, der jetzt hier noch die Anforderungen macht. Mehr Munition für seine gesamte Armee. Okidoki, Silberfeste übrigens möchte ich gerne mehr öffentliche Ordnung haben und auch die Siedlung wieder auf die nächste Stufe hochbauen. Oh, wo wir gerade eben dabei sind, uns darüber zu freuen, dass wir nochmal ein bisschen mehr Geld machen können. Dann machen wir das auch gleich mal. Ja, du bleibst hier einfach, mein Bester. Du hast jetzt auch nochmal passiv jetzt hier mitgelevelt, mein lieber Master Tatz. Und in dieser Folge will ich auf jeden Fall noch Winterfeuer erobern. Das werden wir jetzt eigentlich nicht plündern, sondern nur normal besetzen. Und dann kann ich noch den Altar der Brut und die sind garantiert schon wieder irgendwo hier und nerven wie Sau. Gleich in der nächsten KI-Runde wieder rum, ne? Wir kennen das Elend ja. Thorn hat gelevelt. Bei Thorn sind wir jetzt auch nur noch jetzt hier bei den Skills. Sehr gut. Aber eure Truppe hier levelt hier äußerst erbaulich. Was hatte ich gesagt, was hier noch rein sollte? Noch eine Kanone oder sowas wollte ich hier noch reinmachen. Aber das geht hier momentan immer noch nicht. Was machen wir mit Enzo? Ich denke, mit Enzo gehen wir mal auf die Jagd nach Skaven. Hier laufen ein paar rum. Ja, der Turk und Co. bleiben hier stehen. Das hier versuche ich zu reparieren. Das hier versuche ich auch zu reparieren. Halt, nee, das bringt nichts. Und die kommen jetzt hier immer näher. Jetzt werden wir hier einfallen. Plündern und besetzen. Und wie gesagt, dann einfach weiter marschieren, ne? Wieder Sachen. Warum baut das Spiel eigentlich immer diese Stelle da rein? Ich habe Fragen, euer Ehren. Ich verstehe es nicht. Wieder ein Level Up. Ja, Level 50 für Godzilla. Passt. Human Blight bekommt ein Upgrade da noch. Das hier, wie gesagt, überspringen wir. Krommgipfel gehört wieder uns. Ein Blick nochmal auf die Diplomatie, bei der ich mich immer noch wundere, warum ich auf hoch gefallen bin. Tor El Azor habe ich kennengelernt. Ey, wie geil ist das denn? Dass die überhaupt noch existieren? Das ist super weird. Der blutende Turm, ne, den lassen wir mal sein. Okay, und damit bin ich raus. Danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.